So, nur eine Kochinfo, Leute, nur eine Kochinfo. Gleich geht gleich los. Mit dem Hauptvideo geht gleich los, liebe Freunde, nur Kochinfo. Jeden Tag mache ich ein Vollgeil Shop Video, wo ich euch jeden Tag den Vollgeil Shop zeige. Weil der Vollgeil Shop ändert sich jeden Tag und ich zeige euch jeden Tag, was es gut Neues gibt. Also, falls du Vollgeil feiern kannst und jeden Tag Bock darauf hast, meine schöne Gummikuchen und Bock darauf hast, jeden Tag den Vollgeil Shop zu gehen, na gang, abonniert meinen Kanal und jetzt kommt das Hauptvideo. Viel Spaß dabei und ja. Ich hoffe mal, du bist immer bei meinen Videos dabei. Vollgeist! Vollgeist! Oh ja, Vollgeist! So, ich wollte mal ganz einfach mal an, wie lange geht eigentlich hier Bergepach noch? Okay, wo geht denn das jetzt hier? Bergepach, Bergepach. Okay, geil, vorsichtig, klar, geht er noch? Naja, wir könnten das schaffen, Leute, wir könnten das aber nicht schaffen. Naja, wir probieren das lieber Folgende und ja. Dann gehen wir mal Vollgeist! Heute bin ich der wunderschöne Bochter. Jetzt hau ich die Leute alle einen auf den Maul. So wie der Paul. Hack ich wieder gereimt. Jetzt hau ich die alle einen auf den Maul, so wie der Paul. Hack ich gereimt. Oder nicht, Leute? Ja. Vollgeist. Wir bochten die Leute heute alle weg. Wir bochten die alle weg. Wir bochten die Leute alle weg, wir hauen die alle ein auf den Maul. So wie gegen Paul. So. Mal gucken, mach hier los, liebe Freunde. Oh nicht, gar komm wieder, gar verliere ich ja immer. Gack ist ja Bomboch. Okay, ich bin der Bochke. Und hau die Leute alle ein auf den Maul. So wie gegen Michael. Durch hier, Loch! Durch hier! Lach den Bochka durch, ich bin Profi-Bochka, ich muss durch! Herr Mammut ist da vorne! Herr Mammut, was wollen die denn hier von mir? Warten wir mal hoch! Wir dürfen nur nicht so lange warten! Mann, geh doch jetzt mal runter hier, lach mich durch hier, los. Och Mann, ich hab verloren, warum verliere ich? Ich hache gegen Moch, nein, ich hache gegen Moch, Leute, wir verlachen. Ich will nicht gehen, wie ich runterfalle, habe ich keinen Bock drauf. Naja, weiter geh. So, ich mach mal einen Biker, geh lieber folgen, ja. Ich finde, warum man immer gar nicht kommen. Ging eigentlich, bekomme ich jetzt immer gar nicht kommen Coin oder was meinen ich damit? Aber ich glaube, das Level, Leute. So, weiter geht mit dem Bochka, der muss nämlich noch weiter bochken. Der Bochka bocht alle einen auf dem Maul, Leute. Wir gewinnen ja noch, Leute. Wir holen den Opa noch. Wir holen den Michael Mango noch. Na los, wir bochten alle um, Leute. Wir bochten alle um. Ich bin gobergeig. Ich bin bereit, Leute. Ich bin in Form. Ich bin enorm. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin ein bisschen erkältet. Also falls ich mal husten sollte, Leute, tut mir leid. Aber ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich habe kein Corona. Da brauche ich keinen Anker. Ich habe nicht Corona. Nein, Coronika habe ich nicht. Coronika ist nicht bei mir. Nein, Coronika ist nicht bei mir. Also Corona habe ich nicht, bin nur bis gegen erkältet. Ich habe die Sommergrippe. Das hier bekalkt wird. Bin nur bis gegen erkältet. Oh mein Gewippe! Gewippe ist der Kampf der Elefanten. Gewippe wippt wie ich gewippe. So hoch. Rüber hier! Hallo! Also ein Polizeicharakter war auch mal geil. Also vollgleicher Entwickler, ich glaube nicht, dass ich das Video geht, aber doch, ein Polizeicharakter war auch mal geil. So. Wer ist denn da vorne? Der alte Wolf. Der Wolfgang, wo wollen wir denn hin?
Also Wolfgang, wo will ich gehen? Wolfgang, wo will ich gehen? Lieber Wolfgang, bleib bei ihr. Wolfgang, Leute, der Wolfgang, der macht auch heute noch eine Party. So, los, rüber hier! Wuhu! Wollt ihr eigentlich Falker hin? Vollgeist-Videos, liebe Freunde, schreibt mal einen Kommentar. Ob ich Falker Vollgeist-Videos machen soll oder nicht, liebe Freunde. Wollt ihr weiter ein Vollgeist-Video oder nicht? Ich spiele immer weiter ein Vollgeist, aber ob ihr weiter ein Video haben wollt, das müsst ihr mir mal mitteilen. Und gefällt euch Vollgeist oder nicht? Schreibt mal einen Kommentar. Warum geht die Wippe immer go? Wollt ihr weiterhin folgreich Video oder nicht, Leute? Schreibt mal einen Kommentar. Wollt ihr mich mal mega doll interessieren? Okay, Leute, wir sind durch. Wir müssen warten, bis die anderen durchgehen. Okay, ich hab' erst noch. Ja, er schafft es, oder? Ich glaub' an ihm. Ich glaub' an ihm. Wir warten erst mal, Leute. Wir sind irgendwie wunderbar. Okay, noch weiter geht's. Wir haben 50% bekommen bei die Wippen, naja. So, Wippe, 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 mach die Fippe. So, was kommt hier? Bitte wach gut, ich. Bitte wach gut, ich mach gegen Opa, gell. Mach den Opa gute Laune. Leute, was bekommen wir hier? Apropos, Leute. Was denkt ihr eigentlich, was kommt bei jeden Fall? In Vollgeist. Eieiei. Auf alle Fälle wieder ein neuer Battle Pass. Das wissen wir schon. Im Vollgeist kommt natürlich auf alle Fälle ein neuer Battle Pass. Wie gesagt, der Battle Pass geht jetzt noch 43 Tage, aber ja. Man kann ja mal gucken, wie ein bisschen drüber labern, wo ich mal gar nicht. Was wir im Vollgeist bekommen. So, der neue Bergepach, der Kommenburg. Meine Vermutung ist, dass er hier in Euro Kochenburg. Ich vermute nicht, dass er wieder kochen noch ist. Von die Leute, die gedacht haben, der nächste Bergepach im Vollgeist war kochen noch. Na, da muss ich euch sagen, enttäuschen, der wird, denke ich, mal hier in Euro kochen. Vollgeist, also die Mitarbeiter, die Vollgeist entwickelt haben, die wollen ja damit auch Geld vergeben mit dem Bier. Und womit kann er am besten Geld vergeben? Ich bin runtergefallen, egal. Womit kann er am besten Geld vergeben? Natürlich, wenn er ein Bergepach macht, der Geld kocht. Also. Das habe ich halt gemacht. Womit kann er am besten Geld vergeben, Leute? Womit? Wenn er ein Bergepach in ein Bier reinbringt, der Geld kocht. Also wollte der nächste Bergepach Geld kochen. Der Bergepach hier ist ja noch kochen noch, das wissen wir ja. Das ist ja gegen ein Bergepach. Der ist ja noch kochen noch. Der müssen wir noch kein Geld für bezahlen. Aber wir können ja, glaube ich, auch Coins weich halten. Meine Empfehlung an die Leute, die jetzt neu mit Folge angefangen haben, hebt eure Coins auf, weil ihr kriegt ja genug Coins durch den Bergepach. Hebt die auf, und dann könnt ihr euch den nächsten Bergepach kaufen. Weil ich denke mal, ungefähr gegen Euro wird der Bergepach kochen, gehe ich mal von auch. Gehe ich mal von auch, der nächste Bergepach, der wird, denke ich mal, gegen Euro kochen. Ich meine, Vermutung bis jetzt. Wie gesagt, es ist noch nicht beweglich, wie teuer der nächste Bergepach bei Vollgeist ist. Aber meine Vermutung ist, dass er gegen Euro kocht. Oh, wer nimmt, macht mal einen anderen Charakter. Mal kochen noch vor gern nicht lang der Bergepach, das kann ich euch jetzt kommen, weil die wollen ja auch Geld damit verdienen, die Entwickler. Aber der nächste Bergepach wird gegen Euro kochen. Und falls ihr auf Nummer 4 gehen wollt, wollte ich euch empfehlen, also falls ihr auf dem PC bietet,
oder auf PR4 Birk, wollte ich euch empfehlen, dass ihr euch 10 Euro Guthaben aufladen guckt. Also, dass ihr euch 10 Euro PSN Guthaben aufladen guckt. Oder Beispiel bei PC 10 Euro Guthaben aufladen guckt. Weil ich denke mal, der nächste Bällefach vor 10 Euro kochen. Wie gesagt, immer nicht gewagt, es gibt noch gar nicht 40 Tage. Aber wer auf Nummer sicher gehen will und sagt, ich weiß nicht, ob ich kein Geld habe, wenn der Bällefach kommt, der sollte jetzt kommen aufladen und das lange aufheben, das Geld. Ist nur ein Clip von mir. Und von den Leuten, die kein Geld aufnehmen wollen, hebt einfach die Coins auf den Bergepach auf. Dann bekommen wir hier auch Coins, ihr geht euch ja auf Stufe 9, ich kann euch auch immer rein. Warte, wir gucken euch mal genauer an, Leute. So, auf Stufe 5 gibt doch einmal 500 Gonge Coins. Dann gibt es nochmal auf Stufe 10. 10 Gonge Ginger, 10 Kaugen. Dann gehen wir auf Stufe 4, 15 Kaugen. Dann gehen wir auf Stufe 8, 25 Kaugen. Dann gehen wir hier auf Stufe 23, 35 Kaugen. Dann gehen wir auf Stufe 49, 45. Und auf Stufe 38 gehen wir dann nochmal richtig Kaugen. Und da haben wir genug Coin Kugam von den nächsten Bergepach. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Coin reichen, die im Bergepach sind. Gehe ich mal davon aus. Also hebt die Coins auf und dann könnt ihr euch auch locker ihre genächten Bergepach hier erfolgreich leichten. Weil ich denke mal, der Bock genau gekeuert rein. Ich denke mal, der Bock hier in Euro kochen. Keuer denke ich mal nicht. Und ja, wie gesagt, es sind ja noch keine 40 Tage, aber Leute, ich wollte euch doch den Kommando mitteilen, dass ihr Bescheid wisst. Weil der nächste Bergepach wollte nicht kochen noch geil, das könnt ihr vergessen. Weil die Entwickler wollen ja auch Geld vergeben. Und ich habe auch in den Bierkon Geld investiert, dem bin ich ehrlich, weil man muss ja auch ein paar Entwickler ein bisschen geporken, so gehe ich das jedenfalls. Man muss die Entwickler ein bisschen geporken, Leute, gepork ist kein Mord, gar nicht immer. Gepork ist kein Mord. Weil die Abgierk, also ihr müsst euch ja groß vorgehen, die Entwickler müssen ja auch die Leute bezahlen, die jetzt die Sachen machen. Weil ich muss ja alles entwickelt worden, Leute. Das dauert ja immer, das muss alles entwickelt worden. Die Charakter müssen gemacht worden. Die Mitarbeiter müssen alle bezahlt worden. Und ja. Und dass das alles passieren kann, Leute, müssen die natürlich Geld vergeben. Also Leute, dass ihr bezahlt wird, geportet auf meine Gebiete. Und ich habe mich auch ein bisschen erkundigt über die Entwickler. Die Entwickler haben früher nur PC-Spiele gemacht. Und ja. Und ich finde mal, und ich habe mich auch noch erkundigt, die Entwickler sind nicht so hoch. Also die sind nicht so hoch wie Epic Games, sind die nicht. Epic Games ist viel größer als die Entwickler von Folger, die sind nicht so hoch. Aber die Entwickler von Epic Games sind viel größer. Also, vollgleich, geporkert mal ein bisschen. Geporkert das Spiel mal ein bisschen. Geporkert ist kein Mord, gar ich immer. Und ja. Ich habe das Spiel schon ein bisschen geporkert. Ich habe schon Geld investiert. Ich habe schon Geld investiert, liebe Freunde. Ihr wisst es, ich investiere immer viel Geld in Biele, ihr wisst es. Weil ich finde, man kann auch mal Geld in Biele investieren. Weil ich kann euch ja gar nicht mal sagen, was ich schon an Geld auch gegeben habe vor dieses Spiel. Ich sag euch wirklich einfach mal. Warte, guck, ich muss mal überlegen. Was habe ich denn auch gegeben? Ich muss mal überlegen, Leute. Muss mal gucken, überlegen. Das waren schon 80 Euro, habe ich schon auch gegeben vor das Spiel, Leute. 80 Euro habe ich schon investiert. Weil ich habe mir die Anfängerpakete gekauft und ich habe mir natürlich ein paar Coins aufgeladen. Also ich habe schon 80 Euro investiert, aber ich denke, es wird bei mir noch mehr. Weil das Spiel feiere ich und ich will mir auch hier auch gute Charakter kaufen. Und ja.
Bisher habe ich 80 Euro in das Bier investiert. Ob ich das gelohnt hat? Ich wollte sagen, ja. Ich wollte sagen, die 80 Euro, die ich investiert habe, haben nicht gelohnt. Und bisher habe ich ja immer noch Coins, also mehr habe ich bisher noch nicht investiert und ja. Ich feiere das Spiel. Und ja. Und mal ein paar Entwickler geporken, wo ich mal sagen, ist ja auch nicht dabei, wo ich mal sagen, man kann ja auch Entwickler mal geporken. Gepork ist kein Morg.